Let's Play Lego der Hobbit. Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Eine neue Aufnahmesession für mich mal wieder. Sag mal, wie viel Geld habe ich das gerade richtig gesehen? Oh mein Gott, wir sind ja reich. Wir haben über 1 Million Steine. Ach stimmt, das haben wir in der letzten Folge voll eingesammelt. Ich erinnere mich. So, wir können mal gucken, was müssen wir denn aktuell machen. Wir haben in der letzten Folge... Stimmt, am Ende haben wir irgendwelche Viecher kreiert. Und hui, hier gibt es noch viel zu entdecken. Wir können mal gucken, ob wir den hier erwischen. Elfen, jawohl. So, wo sind die entsprechenden Stats? Nirgends. Cool. Irgendwie funktioniert das hier nicht so ganz. Nein, zack. So, ist Ziel gelöscht. Als Ziel festlegen. Warum führt er mich denn dahin? Ach, egal. Jetzt machen wir... Wir machen jetzt einfach weiter, wie wir sollen, und begeben uns in Richtung des nächsten Levels, würde ich sagen. Boah, was ist denn hier los? Okay. Anscheinend können da beide... Nee. Da können beide wohl nicht mit umgehen. Werden wir vermutlich irgendwie Nazgul brauchen. Oder was ähnliches. Da liegt einer. Und es geht weiter. Die verlassene Festung von Dol Guldur birgt ein Geheimnis. Sie liegt still im Nebel. Aber die Zauberer fürchten, dass in ihr ein großer Feind lauert. Dol Guldur, der Hügel der Magie. Sieht vollkommen verlassen aus. Ein Zauberer tarnt diesen Ort. Unser Feind hat seine volle Stärke noch nicht erlangt. Warte, Gandalf! Vielleicht ist das eine Falle! Es ist zweifellos eine Falle. Cool, es gibt also hier direkt das nächste Zauber-Duo-Level. Freut mich, das letzte hat mir nämlich wirklich Spaß gemacht. So, da ist da oben ist der Entwurf, da kommen wir gleich mal nicht hin. Ganz toll. Dann halt nicht. Zack. Cool. So, wir sammeln gleich mal wieder ein bisschen Geld, obwohl wir eigentlich genug haben, aber... Naja, genug Geld kann man in Spielen nie haben oder auch allgemein nie. Hallo? Ah. So, machen wir das alles mal in einem Rutsch. So. Vielleicht bringt das hier irgendwas, ich mach mal alle kaputt. Sicherheitshalber. Ja, ich glaube, das war's und gebracht hat's gar nichts. Super, wir können mit dem Zauberstab nicht auf sowas da unten zielen, gell? Nee. Da brauchen wir weiterhin einen Bogenschützen dazu und der ist leider gerade nicht anwesend. Jetzt geht das wieder los. Gandalf, schlag bitte einfach mit deinem Schwert und lass deinen Zauberstab schicken. Brauch ich nicht. That's what she said. Zaubert nur und soll eigentlich nur schlagen. Das gibt's natürlich. Kommen wir da durch? Offensichtlich nicht. Nee, müssen wir wohl noch irgendwas machen. Ah. Hübsch. Sehr hübsch, auch wenn die Statue irgendwie nicht nach Dol Guldur passt. Nein. So. Können wir nichts machen? Nein, aber hier. Oh.
cool. Ui, das sieht nach viel Arbeit aus. Aber was soll's. Wir haben jetzt Zeit. Na super. Aber ich wollte eh nicht zurück. Ich bin mutig. Wir sind mutig. Okay, zuerst müssen wir scheinbar zwei Vögel heilen. Aber als allererstes müssen wir mal ein bisschen was anderes machen. Soweit Gandalf das mitmacht. Uah. Ui, das war krass. Aber weißt du was, wenn der hier schon hier rumliegt, können wir auch mal. So. Was rennt der jetzt da weg? Da ist Geld. Geh wieder dahin. Ah, das Geld ist weg, bis wir uns wieder bewegen dürfen. Nein, ist es nicht. Ist hier nur irgendwas? Nein. Gut, dann mal weiter. Ist nichts mehr. Komme ich da durch? Nein. Gut, dann drehen wir mal das hier. Aktivieren mal den ersten Strahl hier. Ja, genau das wollte ich. Das ist toll, jetzt sehe ich nicht mehr hinter die Statue, aber da ist glaube ich nichts mehr. Ne, kommen wir hier irgendwie durch? Ja. Nein, das wollte ich auch nicht. Na komm. Ich gehe hier nicht weg, bis das letzte Stück auch kaputt ist. Danke. Nichts mehr, nein. Okay, letztendlich haben wir eh nur eine Gollumwand freigelegt, die hilft uns nichts. Naja, jetzt können wir zumindest mal das hier aktivieren. Zack. Fehlen noch zwei. Zusammenbauen auf Zaubererart ist nicht so schön wie diese klassische Baubewegung bei allen anderen Figuren, finde ich. Das scheinen wir irgendwie nicht kaputt zu kriegen. Nee. Gut, dann nicht. Dann erstmal hier hoch. Könnt ihr eigentlich auch so zusammengehen? Nee. Dann kommen wir hier nur mit der Zwergen-Doppelpower durch. Ich dachte, vielleicht gibt es diese schöne, wie soll man sagen, Fusion da auch für die Zauberer. Aber anscheinend nicht. Aufmachen. Hallo? Ah. Nein, das war nicht meine Art. Oh, cool. Mal wieder so ein Kistchen. So, das ist schon die zweite Statue. Können wir auch direkt aktivieren? Nein. Hallo? Gut, dann halt nicht. Dann machen wir jetzt erst hier was kaputt. Es gibt übrigens anscheinend auch in diesem Spiel ein Bonus-Level. Zumindest nach den Achievements. Den Achievements zufolge, weil es gibt ein Achievement, das heißt beende das Bonus-Level. Sprich, es muss hier auch irgendwo eins geben. Aber da dieses Let's Play sich ja eh ein bisschen anders gestalten wird, da wir ja, das kann ich an dieser Stelle, ich glaube, das habe ich noch gar nicht groß angekündigt, wie ich das zu machen gedenke. Huch, was hat denn der gerade gemacht? Hä? Radagast, mach das mal nochmal.
Wie geil. Aber solche Idle-Animationen, ich liebe das so. Genau, dieses Let's Play, folgendes. Dieses Spiel hier aktuell deckt ja nur die Filme 1 und 2, sprich Eine unerwartete Reise und Smaugs Einöde mit ein. Den dritten Film soll es angeblich als DLC geben, sobald der Film im Kino anläuft oder vielleicht auch erst ein bisschen später, was ich echt eher vermute, weil dieses Spiel hier kam ja auch erst knapp 2 Monate nachdem der zweite Film im Kino war raus. Deswegen tippe ich, dass so im Januar nächsten Jahres vielleicht der DLC zum dritten Teil rauskommen wird. Und was das angeht, wollte ich euch was sagen. Und zwar würde ich sagen, wir spielen jetzt hier mal die Story durch, sprich die restlichen Level, die wir hier in diesem Spiel noch nicht gespielt haben, spielen wir mal. Und dann werde ich ein kleines Päuschen von diesem Spiel hier machen. Einfach bis der DLC da ist oder vielleicht auch gar nicht so lang. Vielleicht auch einfach mal erst mal ein paar Wochen. Aber es ist einfach so, wie ich auch schon am vorläufigen Ende des Lego der Herr der Ringe LPs gesagt habe. Ich hätte ganz gern mal für ein, zwei Monate oder auch 3, ich weiß es noch nicht, ein bisschen Pause von diesen Lego-Spielen. Die gefallen mir immer noch total, ich habe da riesen Spaß dran, aber eben nicht mehr diesen unglaublichen Spaß, wie ich ihn am Anfang noch hatte. Und ich will mir den einfach nicht verderben, indem ich dann so übertrieben viel spiele. Und jetzt hatten wir halt aktuell gerade bis vor kurzem ja noch 3 laufende Lego-Let's Plays. Lego Star Wars kam ja ab und zu noch eine Folge, Lego der Herr der Ringe und das hier. Deswegen würde ich sagen, spielen wir hier die Story durch, die restlichen Kapitel, vielleicht auch noch 1, 2, 3 Folgen mehr, noch ein bisschen rumlaufen und so. Aber dann machen wir erstmal Pause und spielen was anderes als neben LP. Ich habe da auch schon was, und zwar was sich gewünscht wurde in den Kommentaren. Ich sage an dieser Stelle vielleicht mal noch nicht unbedingt was, aber es ist was, wo ich tierisch Lust drauf habe. Das Böse, das verborgen ist? Aha. Und ich hoffe, dass es auch euch gefallen wird. Was es ist, wie gesagt, sage ich mal an dieser Stelle noch nicht. Aber ihr werdet es dann erfahren. Aber wie gesagt, jetzt spielen wir hier aktuell erstmal noch Lego der Hobbit. Weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Level es noch sind, aber bestimmt noch einige, weil ich meine, wir müssen es hier noch. Wir sind mit den Zwergen ja gerade mal in der Seestadt. Das heißt, wir müssen auch noch zu Smaug rein und alles. Also, das wird uns hier schon eine Weile beschäftigen. Ach cool, das ist Gandalf, das auch. Und es wird, wie gesagt, auch neue Folgen von Lego der Herr der Ringe und auch von Lego Star Wars geben. Aber das ist sehr überhaupt nicht regelmäßig. Einfach, sobald ich mal Bock habe, welche aufzunehmen, werde ich das tun. Und die dann einfach nacheinander hochladen. So, Meisterdiebstatus, sehr gut. Ich hoffe, dass es für euch okay ist, aber wie gesagt, ich will mir den Spaß nicht dran verderben, indem ich es jetzt vielleicht in zu hohem Maße spiele und dann hinterher gar keinen Bock mehr drauf habe, sondern lieber ein bisschen Pause machen, weil das ist bei mir, ich weiß nicht, vielleicht bei euch auch so, wenn ihr was lange spielt und dann irgendwann einfach, was ja auch normal ist, die anfängliche Freude oder der anfängliche riesengroße Spaß irgendwann ein bisschen verfliegt, wenn man dann ein bisschen Pause macht, ist es danach wieder viel, viel spaßiger und macht wieder viel mehr Spaß. Und ja, das hoffe ich eben bei dem hier auch. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber ja, wie gesagt, jetzt wollen wir noch nicht so viel in der Zukunft schwelgen. Wie gesagt, das erst, wenn wir hier durch sind. Und den DLC werde ich dann natürlich pünktlich zu Release spielen. Bin ja leider noch nicht groß genug auf YouTube, um das vor dem Release schon spielen zu dürfen. Aber das ist ja auch egal. So. Was mache ich eigentlich? Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich dieses Teil. Kann ich da nicht irgendwas machen? Nee. Ach, das ist so ein Mordor-Teil. Das ist ganz cool. Radagast-Sonderfähigkeit. Das war ich. Guck mal, das ist eigentlich ganz witzig. Das ist ja super. Geht alles im Umkreis kaputt. Ich sammle trotzdem weiter fleißig Geld, damit wir uns vielleicht auch noch ein paar neue Charaktere kaufen können. Das ist ja immer gut. Okay, das Tor lässt sich nicht so einfach öffnen. Im Gegensatz zu diesem Grab hier. Wechsel mal wieder auf Gandalf, aber ich hätte gerne, hat er die Axt noch, die er gerade noch hatte.
Nein, das war die falsche Taste. Mit den Tasten lerne ich, glaube ich, auch nicht mehr. So, zack. Die fand ich eigentlich ganz cool. Ah, cool, diese Lego-Treppen. Ich liebe die. Oh, hier waren 10.000, ne? Ist hier noch was? Nö. Oh. Oh, weil da hinten... Na, vielleicht speichere ich vorher. Na, ist egal. Wenn wir sterben, sterben wir. Aber trotzdem probieren wir an dieser Stelle mal diese... Wo sind wir eigentlich? Sind wir hierher gekommen? Ich weiß es gar nicht. Probieren wir mal die Akrobatik-Szene. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oha. Oh doch. Oh, es hat funktioniert. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Ich habe es überlebt. Cool. Tja. Nach so einer unglaublichen Szene, glaube ich, brauchen wir alle erstmal eine Pause. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Lego der Hobbit wieder. Mal gerade gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ne, kann man das kaputt machen? Auch nicht gut. Tja, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zugucken. Tschüss, bye bye.